Хорошо оплачиваемый источник доложил о недавнем прибытии подводной лодки в 11-й док Гамбургской гавани. Но это еще не все. Сообщается также, что в доке находятся секретные документы, содержащие маршруты немецких подлодок в Северной Атлантике. Если бы эти бумаги попали в руки врага, это стало бы катастрофой для нацистов. Именно для этого я проникла вглубь Третьего Рейха. Отсюда еще ни один агент не возвращался живым. Только добравшись до документов, я смогла бы перейти ко второй части операции — уничтожению подлодки. Для этой цели была обещана поддержка с воздуха. Так или иначе, сначала надо было пробраться в доки. Eins von den neuen Booten. Tja, der Kapitänleutnant ist eben ein Ass. Vor ein paar Monaten, als er noch ein U-Boot vom Typ 7C hatte, da hat er allein 5 Frachter und einen Tanker versenkt. Auf einer einzigen Feindfahrt. Das waren über 40.000 Bruttoregistertonnen. Ja, ich erinnere mich. Dafür hat ihm Dönitz selbst den Ritterkreuz verliehen. Der Mann ist ein echtes Vorbild. Von dem Schlag könnten wir wirklich mehr gebrauchen. Sicher, dem steht alles offen. Neuen U-Boot-Kapitäne, das sind doch alles nur welche sich da. Die haben von nichts eine Ahnung. Was willst du machen? Ist ja sonst niemand mehr übrig. Die Verluste sind zu hoch. Viel zu hoch. Ich hab doch gesagt, dass wir einen VE-301W hätten bestellen sollen. Das ist schon besser. Schon wieder. Thank you.
Wir brauchen unbedingt Ersatz. Das ist schon besser.
Ah, sehr schön. Ist da wer? Thank you.
Заперто. Сначала нужно было найти ключ. Ziehen die Idioten da oben endlich den Kistenstapel hoch! Gleich ist Schichtwechsel und ich komme hier nicht raus! Junge, Junge, so viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Hoffentlich kommt bald die Unlöse. Выход был заблокирован. Но где-то должен был быть рычаг от лебедки.
Thank you.
Заперто. Сначала нужно было найти ключ. Ziehen die Idioten da oben endlich den Kistenstapel hoch! Gleiches Schichtwechsel und ich komme hier nicht raus! Ist ja kaum auszuhalten. Выход был заблокирован, но где-то должен был быть рычаг от лебедки. Was für eine Scheiße hier.
Was für eine Scheiße. Thank you.
Кто-то оставил окно открытым. Die Truppe verweichlicht sonst noch. Schon die neuen Boote angeschaut? Klar. Die U-128 und die U-125. Die neuesten Modelle. Die besten U-Boote der Welt. Mit denen werden wir den Jungs dort drüben ordentlich einheizen. Du scheinst dich hier auszukennen. Das ist mein Steckenpferd. Mein Schwager ist Oberfähnrich bei den Grauen Wölfen. Mit denen möchte ich lieber nicht tauschen. Oder Selbstmord, wenn du mich fragst. Die haben Mumm. Aber die neuen Boote bekommen jetzt alle eine spezielle Antiradarbeschichtung. Und so Nahstörkörper. Hört sich beeindruckend an. Ha, die werden sich noch wundern, wenn sie die neuen Torpedos zu spüren kriegen. Mit magnetischen Zündern. Junge, Junge. Und wir haben auch noch die den Spannung Zaunkönig. Ist ja kaum auszuhalten. Was soll das denn sein? Ein schlauer Torpedo mit eigenem Sonar. Folgt einfach dem akustischen Signal der Schiffsschrauben. Auch wenn Schiff beitritt, eine Wunderwaffe. Wahnsinn. Dann kann's ja nur besser werden. Allerdings. Ich sag ja, den heizen wir noch ein. So, ich muss weiter. Alles klar, bis dann. Komm raus, du Sau! Warte, was du bist! Ich mach... angeschaut? Klar. Die U-128 und die U-125. Die neuesten Modelle. Die besten U-Boote der Welt. Mit denen werden wir den Jungs dort drüben ordentlich einheizen. Du scheinst dich hier auszukennen. Das ist mein...
Hast du dir schon die neuen Boote angeschaut? Klar. Die U-128 und die U-125. Die neuesten Modelle. Die besten U-Boote der Welt. Das wird doch sowieso nichts. Mit denen werden wir den Jungs dort drüben ordentlich einheizen. Du scheinst dich hier auszukennen. Das ist mein Steckenpferd. Da müssen die grauen Wölfe ja mal wieder richtig einen gebechert haben heute, was? Hast du vorhin den Alten gesehen? Der konnte kaum noch laufen. Mich wundert's eher, dass die Kapitäne, obwohl sie Landgang haben, trotzdem noch hier bei ihren Booten sind. Die sind eben mit ihren Booten verheiratet. So ist das. Wir sollten besser gut auf ihre Schmuckstücke aufpassen. Kannst du dich drauf verlassen? Ist ja kaum auszuhalten. Was für eine Scheiße. Oh.
Немецкий капитан-подводник был в стельку пьян. В моих силах было сделать так, чтобы он больше не проснулся. Одним опытным охотником меньше.
Major. Ich freue mich. Keine Gnade zeigen. Herr Major. Ich freue mich. Der Zustand der Einheit. Zufallsten Zufriedenheit. Ich sollte härter durchgreifen. Die Truppe verweichlicht sonst noch. Срочно. Гамбург, 12 октября 1943 года. Только для офицеров. Секретные данные. Ответ на секретные документы по операции подводных лодок «Ледяной волк». Из-за особых обстоятельств следует обратить внимание на следующее. Все дела, связанные с операцией «Ледяной волк», должны решаться автономно. Все секретные документы с лодок У-125 и У-128 пока что будут храниться в сейфе старшего офицера в доке 11. Документы следует защищать любой ценой. Приказы, касающиеся безопасности документов, имеют приоритет над всеми прочими. Передано от Г.Ф. Кляйнбаума, С.Д. Thank you.
auszuhalten. Thank you.
wäre jetzt gut. Ja, schon die Augen von den Dämpfen hier. Die hätten mir wenigstens eine Gasmaske geben können. Bin ich froh, wenn meine Schicht vorbei ist. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Was für eine Scheiße.
Hallo? Los, wir finden ihn! Thank you.
Sowieso nichts.
Schnaps wäre jetzt gut. Thank you.
Подводника, ни одного торговца больше не потопят. Подводника, ни одного торговца больше не потопят.
Превосходно. Эти схемы движения подводных лодок окажут неоценимые. Помощь Британии в войне. Thank you.
Ist ja kaum auszuhalten. Was für eine Scheiße.
Можно было приступать ко второй части плана. Пилотам не терпелось сбросить свои подарочки, как они их называли. Оставалась одна проблема. Цель было невозможно обнаружить в темноте. Сигнальная ракета выдала бы нас. С лодками нужно было разобраться прежде, чем они погрузились бы. Поэтому цель нужно было обозначить с земли. Танкер рядом с набережной должен был обеспечить достаточно света. Правильно заложенный заряд взрывчатки, и стало бы светло, как днем. Взрывчатка должна была быть где-то в порту. Нужно было только найти ее.